Hi, an der Stelle jetzt Teil 2, APZ-Feld nachrüsten. Ich habe mir jetzt nochmal an der Stelle die Mühe gemacht, alles schön zu beschriften. Hier beispielsweise Steckdose außen, FI2, LS4. Hier haben wir FI2, Heizraum, LS2, damit ich weiß, wo die hinkommen, damit alles schön ordentlich geordnet ist. Die unterste Hutschiene werde ich mit Phoenix-Kontaktklemmen gestalten. Insgesamt 16 Stück brauchen wir. 8 Klemmen für FI1 Untergeschoss, wo wir insgesamt 8 Phasen haben. Und dann rechts daneben FI2, auch nochmal 8 Phasen. Also bedeutet, die Klemmblöcke ist besser als Vagus, fliegt nicht so rum, sieht ordentlich aus. Verdrahte alles mit starren Adern. Ist ja jetzt kein Schaltschrank oder sowas. Deswegen kann ich da, hab's dann auch leichter mit starren Adern, dass sie oben bleiben und nicht so ganze Zeit immer runterfallen, weil flexibel nennt man meistens immer, wenn man Rangierkanäle hat, aber das habe ich jetzt in dem Fall nicht. Und dann fange ich an, das aufzubauen, die erste Hutschiene zu bestücken und dann PEN und die Phoenix-Kontakte der Reihe nach von links nach rechts zuzuordnen. So, und trotzdem haben wir auf jeden Fall noch Platz, hier rechts noch irgendwas hinzumachen. Des Weiteren wollte ich noch sagen, ich bin kein Fan davon, benutzte Ader-Endhülsen nochmal zu verwenden. Deswegen mache ich das an der Stelle neu. FI1 kommt bis nach oben hin, FI2 bis zu der Hutschiene hier abgangsseitig vom FI und den PE, den Schutzleiter, den mache ich mir auch direkt von hier unten einmal komplett nach oben hin. Jetzt erstmal direkt. Thank you.
So, jetzt könnt ihr das gar nicht mehr sehen fast. Ich halte das mal kurz hoch. Hier bin ich jetzt so auf die LS-Schalter draufgegangen von hier. Das ist jetzt alles, was der zweite ist, alles, was rechts drauf ist. Fakt ist, jetzt werde ich bei dem FI-Schalter schon mit L1, L2 und L3 und N nach oben gehen, bis zu dem FI, der hier drüber hinkommt. Und da kommt dann eine Twinader-Endhülse zur Neo-Z-Sicherung für Untergeschoss, was von der Hauptabzweigklemme kommt, und ja, dann machen wir erstmal so weiter. Bei der Neo-Z-Einheit, da ist ja so, dass wir hier einmal einen Fußkontakt unten haben und oben ist das Gewindekontakt, und die Hauptspannung, da wo die Spannung immer drauf liegt, auch wenn die Schmelzsicherungen rausgedreht sind, ist der Fußkontakt, und deswegen muss der Fußkontakt bei mir jetzt nach oben, weil ich von oben einspeise, hier ist immer Dauerstrom drauf, und nach unten geht der Strom erst, wenn die Sicherungen drin sind, sodass man halt doppelte Sicherheit, dass man nicht das Gewinde versehentlich beim Rein- und Rausschrauben anfasst. Deswegen mache ich das in der Form jetzt so. Aber da die Leitungen jetzt zu kurz sind, genau um ein Mü zu kurz, werde ich die unten hinmachen, einfach unten rechts, da haben wir ja noch Platz. Und dafür sind die auf jeden Fall lang genug. Den Rest können wir mit 16 Quadrat flexibel machen. Aber hier ein FI hinmachen, dann gehen wir vom FI runter zur Neo-Z-Einheit. Hab mir jetzt ein bisschen Weg verbaut, aber irgendwie habe ich so ordentlich gearbeitet, dass wir jetzt in der Form genug Luft dahinter haben. Nur den N, da schaue ich mal, ob ich den N auf den FI kriege.
Perfekt. Für den N hat's gereicht. Ist nicht mal auf Spannung. Das sieht sehr gut aus. Jetzt muss der halt nur rechts platziert bleiben. Und links daneben machen wir dann CEE und den LS-Schalter für Garage. Und da drüber kommt dann noch der FI für Obergeschoss. Eventuell lege ich CEE und Garage auf Obergeschoss und trage das dann auf den Zettel mit ein. Aber das ist ja schon mal ganz gut, dass das so passt. So, jetzt weiß ich definitiv, dass das hier CEE ist. Ist ja klar, für die Garage, da wo der Verteilerkasten ist. Das hier ist Leitungsschutzschaltergarage, den habe ich eben hier. Und hier oben habe ich für Obergeschoss genau noch 8 Leitungen. Da kommt FI und 8 LS-Schalter. Neutralleiter PE, Klemmblock 9 kommt für Garage, Klemmblock 10 für CEE. Einspeisung. Und genau hier haben wir FI Wallbox, von der Hauptabzweigklemme gehe ich hier drauf. Dann gehe ich runter, hier unten eingangsseitig auf die NeoZ-Einheit, was dann zur Wallbox geht. Und dann fange ich erstmal an hier oben das zu machen und ich nehme mir für CEE und LS Garage den Obergeschoss FI Schalter. Und mit 16 Quadrat flexibel, dann Wallbox nach unten und starr, je nachdem wie es reicht, flexibler starr, gehe ich zur Hauptabzweigklemme. Also das Ding ist, ich habe hier die 16 Quadrat jetzt und ich werde definitiv den Neutralleiter von der Hauptabzweigklemme hier zu dem FI bringen und dann mit den langen, die ich hier noch habe, vom FI runter zur NeoZ-Einheit und dann schaue ich mal, ob ich noch einen Rest habe für das kurze Stück von Hauptabzweigklemme bis zur FI, ansonsten starr. Die kam direkt braun, schwarz, grau in der Reihenfolge hier raus. Richtig gut. Und wir haben auch noch sehr viel Reserve. Das ist echt nice. Schauen wir mal. Ah nee, ich muss FI von unten einspeisen, nicht von oben. Also oben speise ich ein und unten gehe ich ab zur NeoZ-Einheit. Das heißt, ich kriege sogar noch mehr Länge raus.
So, jetzt habe ich hier den FI-Schalter doch nach links gemacht. Hier Garage und hier CEE, weil wegen der Leitungslänge. Ich musste das eben machen, dass beide Schrauben fest sind mit aller Endhülsen. Deswegen nach links, jetzt hatte ich mehr Leitung und dann habe ich das fertig gemacht und so passt das. Sieht doch immer noch schön aus, immer noch genug Leitungsreserve für alles Mögliche. Ja, und jetzt, das hier ist für den zweiten FI, der hier oben hinkommt für Obergeschoss. Hier sind wir jetzt durchgekommen, ein Blinddeckel links drauf oder irgendwas anderes. Oh, Überspannungsschutz, wenn der passt, dann machen wir den noch hier hin. Genau, ja und dann OG. Gucken wir mal. Einfach der Reihe nach, ist alles auch beschrieben. Ihr kennt das Prozedere. Also wenn nicht der Überspannungsschutz, dann kommt einer von denen. Aber der würde tatsächlich noch passen. Naja, ist ein bisschen, muss halt ein bisschen runtergedrückt werden alles. Ja doch, den baue ich erstmal hier ein und dann haben wir den schon mal. Dann mache ich hier auch L1, L2, L3, N und PE drauf. Und dann kommt die obere Reihe, Obergeschoss. Dann wird hier das beides bespeist, Garage und CEE. Über den FI für Obergeschoss plus die ganzen Adern hier oben sind genau 8 Stück, genau 8 LS-Schalter. Das passt bis aufs letzte genau. Mit einer Ader jeweils auf den LS-Schalter drauf, von Anfang bis Ende gepasst, 100% vom Platz her, alles ausgereizt, besser hätte es gar nicht laufen können. Jetzt fehlt mir ein Neutralleiter am Klemmblock für den FI, der hier oben hinkommt. Bedeutet, ich nehme mir hier mache ich eine Zweier Twin-Vago, eine Twin-Ader-Endhülse drauf, 10 Quadrat und gehe von hier aus als Abzweigpunkt. Ist quasi genauso, als wenn man von der Hauptabzweigklemme abgehen würde, hier eingangsseitig auf den FI. Das heißt, der kommt nochmal raus. Sonst habe ich ja alles, ne? Ein runter, obwohl, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, wo die überhaupt hingehen. Der geht dahin. Habe ich noch einen lose liegen da drin? Ah nee, wegen dem Zähler, weil da noch einer hochgeht. Und die anderen vom Zähler sind hier drauf. Nee, passt. Das ist alles richtig. Einer Wallbox, einer Zähler, einer zu dem FI runter, einer da für das Einspeiseding. Alles gut. Dann kann ich die drei rübernehmen, die gehen auf den FI drauf. Ja, jetzt kommt. Ja, jetzt kommt die oberste Schiene. PE haben wir fertig. Nee, PE, warte mal. PE müssen wir noch ziehen. Oben auf die PE-Schiene.
Dann kann ich noch den Neutralleiter von dem Block einmal hier runterziehen, damit der direkt auf abgangsseitig von dem Fehlerstromschutzschalter für OG da ist. Ich überlege gerade, ob wir hier trotzdem ein rechtes Drehfeld haben, wenn ich mit L2, L1 und L3 so drauf gehe, dass L3 L1 wird, L1 wird L2 und L2 wird L3. Wenn L1, L2, L3, dann wurde getauscht, müsste man am Ende messen. Ich messe am Ende an unseren Polen, wie hier eingangs- oder abgangsseitig von dem ab, weil ich möchte jetzt einfach direkt so runtergehen, ohne irgendwie zu kreuzen. So, jetzt nur noch die Einspeisung. L1, L2, L3 hier auf DFI, den Neutralleiter oben drauf und die ganzen abgehenden, die mit 1 bis 8 Striche kennzeichnet sind. Und dann sind wir hier erstmal durch. Dann werde ich den Deckel drauf machen, gucken, ob das alles passt und so weiter. Ja. So, bevor ich hier jetzt alles zumache, wollte ich noch mal kurz mit euch einmal durchgucken. Na klar, das hier mache ich recht schön. Die drei hier, die mache ich noch mal mit Keystones und dann passt das hier an der Seite. Und genau, der Einspeiseadapter, den baue ich gleich auch noch rein. Eventuell findet er sogar seine Verwendung. Auf jeden Fall das Hauptsächliche. Ja, fangen wir am besten hier oben an. Ich muss jetzt selber gucken, also wir haben hier das Bliebe stehen, sag schon Hauptschalter für die Hauptabzweigklemme L1, L2 und L3 und dann haben wir hier abgehend Hauptabzweigklemme für Obergeschoss, für Untergeschoss, die andersrum, ich glaube das hier war für Untergeschoss und das für Obergeschoss, aber steht auch nochmal auf dem Dings drauf. Auf der Abdeckung. Ja, dann haben wir hier Obergeschoss, welches von ein von den beiden kommt. Ich glaube von dem hier. Überspannungsschutz, FI Wallbox, Garage, CEE Garage, Untergeschoss, FI1, die ganzen LS-Schalter, FI2 Untergeschoss, die ganzen LS-Schalter. Hier auf der linken Seite haben wir
Untergeschoss auf der rechten, also Untergeschoss FI1, Untergeschoss FI2, hier bei der Schiene genau das gleiche, alles der Reihe nach angeordnet, wie auch hier, und hier oben auch alles der Reihe nach angeordnet, wie auch hier Neutralleiter und Schutzleiter, Wallbox, genau hier FI-Einspeisung, L1, L2, L3, N, N direkt zur Wallbox und dann die Phasen runter, gehen hier unten auf den Fußkontakt. Und dann weiter zur Wallbox. Das ist die starre, das ist die flexible. Hier habe ich auch schon beschriftet. Jetzt haben wir es vollständig. FI1 Untergeschoss, FI2 Untergeschoss, Obergeschoss, FI und so weiter. Schön. Also das ist auf jeden Fall jetzt gut. Genau. Das ist perfekt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Haube drauf, um zu gucken, wie das so wirkt. Und die Zettel, die muss ich auch noch drauf kleben mit der Beschriftung 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das dann hier nummerieren. Ja, weil das bemängelt wurde, wollte ich gerade eben noch Berührungsschutz drauf machen. Hier wegen der Phasenschienen und so weiter. Alle Schrauben nachziehen und so. Aber Berührungsschutz, ja okay, ne? Alles schick, aber was ist jetzt bitte mit den Zinken? Ich mache die ab. Die Berührungsschutzdinger, jetzt weiß ich auch garantiert, warum ich die auf die so gerne verzichte. Bis Hager das irgendwie in den Griff kriegt, werde ich die auf jeden Fall nicht verbauen. Von mir aus kann man hier auch Tape drauf machen, keine Ahnung, aber auf die Dinger verzichte ich jetzt definitiv. Ich lasse hier, ich habe sie bezahlt, ich schenke die denen. Wenn die was damit anfangen können, bitte. Aber ich halte das für unnötig, aber komplett. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Alle Schrauben anziehen und dann ist gut. Wir festen hier links und rechts an. Vor allem die Phasen, die sind weit genug weg. Hier ist genug Kunststoff, da passiert nichts. Ich mache gleich hier den Deckel drauf, dann sehen wir uns wieder auf jeden Fall.